So, weiter geht's mit DayZ. Please wait. Okay, wir sind scheinbar immer noch am gleichen Ort. Nicht mal. Was sind wir denn hier? Bin ich überhaupt noch am gleichen Server? Ich hoffe. Ist anders, nicht so, ja, gefährlich schon fast. Wir gehen mal auf die Straße. Das ist doch gut. Ich hoffe, ich kann genug lang laufen, so. Um 5 Uhr, um 9 Uhr, 13 Uhr, 17 Uhr, 21 Uhr, 1 Uhr. Heile dem fliegenden Spaghetti-Monster. Aha, ein Spaghetti-Monster. Ist das das Spaghetti-Monster? Ich hoffe, wir finden hier irgendwas, weil ich sehe überhaupt keine Zivilisation. Ich sehe nichts. Einiges sehe ich. Ich sehe nur einen riesen Fleck auf meinem Bildschirm. Das seht ihr aber nicht. Der könnt ihr gar nicht sehen. Das ist schlimm. Ja, DayZ. Ein Überlebenssimulation. Ich wollte Simulator nennen, aber ein Simulator ist es nicht gerade. Ja, schon, eigentlich schon, aber es ist eher ein Spiel, aber ein Spiel zu einer Überlebenssimulation. Über irgendwie Atomkatastrophe. Zombies, die wegen der Verstrahlung irgendwie völlig krank sind. Krank im Kopf. Da sehen wir doch irgendwas. Nö, das ist auch eine Straße. Oh je. Ich weiß, ich merke es jetzt schon, das ist wirklich ein sehr, wie sagt man dem, langwieriges Spiel. Weil manchmal echt nichts passiert. Aber hier sehen wir doch irgendwas. Was ist das Graue da? Ein Stein, aha. Sollen wir in den Bahnlinien weitergehen oder sollen wir da drunter gehen? Was gibt's dort denn? Wieso laden manche Texturen so langsam? Da unten ist doch irgendwas, das Graue dort. Wieso sehe ich jetzt irgendwie schlechter? Wird der Charakter langsam müde? Hallo? Ich will nicht so spielen. Da ist ein Haus, das ist ein Haus und der fühlt sich hungrig. Okay, ich will doch so. Da gehen wir mal zu diesem Haus. Ich hoffe, keine Zombies sind in der Nähe. Weil wenn ich sie nicht sehe und wir rennen so. Aha, man kann noch schneller rennen. Ein Atomkraftwerk oder ein Schiff? Ein Schiff? Ein kaputtes Schiff? Ein Teich? Was ist jetzt mit der Steuerung los? Schwammig. Schwammig. Ich will mal zum Schiff. Zum Schiff. Ich will mal zum Schiff. Ist das nicht dieses Schiff, das ich bei Pete Smitty mal gesehen habe? Ich glaube, das ist dieses Schiff. Da müsste es da drauf Waffen geben. Weil die haben Waffen gesehen. Ich weiß nicht, ob das Schiff ist, aber sie waren auf einem Schiff. Oh, ein Schwimmring unbedingt mitnehmen. I feel damp. Was heißt damp? Ich fühle mich dumm. Schauen wir mal hier rein. Nö. Zombies. Seid ihr nicht hier? In einer Stadt gab es Zombies. Habe ich bei der Testaufnahme gesehen. Und sonst gab es eigentlich nicht viel Zombies. Also ich war nicht an der Zombies Plätze, wo es Zombie gab.
Oh. Also alles ist noch recht blind. Das kann man nicht aufnehmen. So, jetzt gehen wir mal nach oben. Die Stellung bringt mich noch um. aufpassen. Wir gehen ganz nach oben. Hallo. Tach. Ich will doch Schwimmringe mitnehmen. Da. Schön Sonne. Nice. Aber wir finden natürlich hier nichts. Was denn auch sonst? Das ist ja ein Überlebenssimulator. Da müssen wir sterben. Ich glaube, wir sind hier falsch. Und werden umkommen. Wir werden an Skorbut sterben oder so. Weil zu wenig Zitronen gegessen haben. Das ist nichts. Manchmal, die sind die Alpen so klein, das sieht man überhaupt nicht. Ich glaube es ja nicht. Eine Orange. Eine. Was ist das? Ich will sie einsammeln. So. Also mit mittlerer Maustaste. Eine verrottete Orange. Okay. ich glaube, wenn man die isst, wird man krank. Oh, ich habe sie gegessen. Ich will sie nicht essen. Ich will nicht sterben. Bin ich krank? Ich bin nass und hungrig. Ich will die aus dem Inventar nehmen. Ich habe alles gegessen, bin aber nicht krank. Okay, wenigstens bin ich nicht mehr hungrig. Jetzt muss man wieder Leertaste drücken, das vergesse ich auch immer. Wenn wir nach hier oben gehen, haben wir Glück. Komm, hey, die Steuerung ist so schrecklich. Oh, Hosen. Ich will Hosen. Ich will nicht angreifen. Ich will nicht Hosen angreifen. Ich will Hose. Ach, ich will doch Hose. So versteht ihr das nicht. Das ist so wie ein eigenes Fenster oder so. Also ein eigener Raum, wo man so muss klicken die ganze Zeit. Ach komm schon. Oh, ich habe keinen Kopf. Der kopflose Räuber. Ein Chappie. Cool. Sonst fühlt man sich irgendwie wieder alleine. Man hat nichts. Man findet nur Schrott. Und es leckt ein bisschen. Nicht gut. Und jetzt leckt es plötzlich wieder nicht. Und jetzt habe ich die Steuerung nicht unter Kontrolle. Oh. 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 Pinke Mütze. Mitnehmen. Pinke Mütze. Ach komm schon. Na toll, darf ich nicht mal eine pinke Mütze mitnehmen? Ein T-Shirt, sonst nix. Hier ist auch nix. Mäh. Das Spiel will langweilig sein. Ach, man findet nix. Schuhe. Kann man den nicht einsammeln. Und wir verhungern wahrscheinlich. Wir werden verhungern.
Es wäre doch auch gut, wenn die verrotteten Orangen in dem Zufall hungrig machen würden. Das wäre dann wie ein Glücksspiel oder so. Aber scheinbar machen die das nicht so. Sie wollen alles realistisch machen. Oh, Bauarbeiter Drago, bitte nehmen Sie den auf. Sie müssen Schutzhelme tragen. Kommen Sie schon. Ach komm. Was ist denn los? Ja, ich will's einsammeln. Gut. Aha. Jetzt verstehe ich. Okay, da muss ich das Inventar öffnen, wenn ich in der Nähe von einem Item bin, das ich nicht einsammeln kann, um es zu ersetzen. Hier ist ja nichts mehr. Ne? Bei hoch könnte ich wieder gehen. Weil hinten im Schiff waren wir noch nicht. Oder vorne, ich weiß jetzt nicht, was hinten und vorne ist. Können wir hier hoch? Ja, wir schaffen's. Wir schaffen das. In der Kabine könnten wir noch schauen. Der Kapitänskabine. Das ist hinten. Ich bin komplett durchnässt. Wieso? Du bist ja gar nicht. Wegen was bist du durchnässt? Komm. Die Schatten an der Hand sind auch ein bisschen unrealistisch. Hier hinein mal kurz. Da ist nichts. Oh, die Schiffserkundung. Sehr interessant. Ja, sehr interessant. Ist nie was. Ah, Mann, ich muss unbedingt nach Elektra-Teil da. In die elektrische Stadt. In die Atomstadt. Dort hat es zwar Zombies, aber nichts sonst. Und eine Map brauche ich auch wieder, damit ich mich ein bisschen orientieren kann. Aber das gibt's hier nicht, weil hier alles immer wieder. Ah, da drüben war ich noch nicht. Es ist nichts da. Wer hat das Schiff hier hingestellt? Habt ihr alles mitgenommen? So, kann man das Schiff steuern? Bisschen herumklicken. Nö. Oh, je, sensibel wie ein kleines Teil. Sensibilität. I'm hungry. Es ist immer noch so sensibel. Das ist schrecklich. Ah, aber das haben wir. Ein Schulranzen, den will ich mitnehmen. Yay. Oh mein Gott. Wir haben einen Schulranzen auf einem Schiff gefunden. Welches Kind war hier auf dem Schiff? Captain Igloos Schiff. Kann man nichts steuern. Ich will doch fortfahren. Ich will weg von dieser Insel. Ich will das Spiel beenden. Nein, nein. Ich will das Spiel nicht beenden. Ich habe es erst angefangen. Ich will doch ein bisschen erforschen können. Ein Niederdrink. Ja, ich will auch einen Drink. Aber ein guter. So, jetzt muss ich schauen, wo wir denn weitergehen können. Ein Baseball, ein Cappy. Was, ein Radar? Ein Radar-Cap. Ja, das Klo. Stinkt. Ich will doch nur raus. Wo waren wir? Wir waren irgendwo hinten. Konnten wir irgendwo rausgehen? Das sind wir hier.
Ich will auf die Leiter. So, jetzt. Buggy. Ich könnte hier... Ah, oh nein, das geht nicht. Wir gehen jetzt mal ganz nach hinten. Da oben waren wir nämlich auch noch nicht. Kann man hier hoch? Ah, hier ist das Schiff kaputt. Also kann man hier irgendwo runter. Wir gehen jetzt in die Schule. Was ist das? Ein Bunsenbrenner. Aha. Ich rutsche, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, rutsche ich einfach runter. Tja. Aber jetzt haben wir immerhin einen neuen Start. Vielleicht an einem besseren Ort. Tja, so schnell kann es gehen, Zayset. Man rutscht einfach ohne irgendwelche Physik oder so runter und ja, bricht sich natürlich direkt alle Knochen, sprengt sich in die Luft und ersticht sich mit tausend Nadelstiche oder Rohre oder irgendwelche Stangen oder sonst irgendwas. Und ich bin tot. Ich hab 3 Meter, habe ich nicht überlebt. Wieso denn? Aha. Ich habe eine Waffe. Na klar habe ich eine Waffe, gar keine. Und ja, wir verlieren wieder die Connection zum Server. Das ist doch auch gut. Dieses Teil ist die Leitungsanzeige. Die Internetleistung. So, schauen wir mal hier rein. Eine Küche, das sieht doch gut aus. Oh, ein Landhut. So. Guten Tag. Darf ich hier irgendwas zu essen haben? Ich leihe mal euch. Okay, ich spiele ein bisschen DayZ. Schade, ich kann nicht DayZ spielen. Ich kann DayZ nicht in DayZ spielen. So eine Schande. Ah. Das ist doch mal ein besserer Start, aber wir brauchen zuerst mal Ring mehr. Was? King, ah, das ist das Buch. Nein, Bücher werden wir nicht lesen oder bekommen wir dadurch Skills. Ich will keine Bücher lesen, ich brauche etwas zu essen. Es gibt alles, aber kein Essen. Ich will die Tür aufmachen. Ja, ich will sie öffnen. Ach komm. Dann halt nicht, gehen wir halt weiter. Ah ja, ich habe doch irgendwas bekommen. Den Hut habe ich an. Okay. Und ein Buch habe ich trotzdem. Weg. So, Zombeless. Hier haben wir nichts. Aber hier drin, das sieht doch gut aus. Hallo? Eine Büchse. Tactical Beacon. Ein taktischer Ding. Beacon ist der Speck, glaube ich. Sonst. Nix. Also wenn wir ganz fest Hunger haben, dann fressen wir den Beacon. Der macht wahrscheinlich noch hungriger. Also mir würde der hungriger machen. Und Baked Bones. So.
Nächstes Haus. Da ist irgendwas am Boden. Hallo? Ah, ein Baumstumpf. Ein Baumstumpf. So, in die Fabrik. Ja, nein. Ich muss schauen, dass keine Zombies in der Nähe sind. Weil wenn wir von einem Zombie entdeckt werden, dann ist es zu spät, dann sind wir schon wieder tot. Bin ich nicht gut, so viel mal zu sterben am Anfang schon? Oh, ein Feuerlöscher. Was ist das? Ein Bandana. Geht. Aber immerhin ein bisschen stylischer. Kugelscheibe. Wow. Ich wusste es, dass ein Zombie angreifen könnte. Nein, ich blute. Langweilig. Das Kampfsystem ist so langweilig. Also wenn man so kämpfen muss. Ja toll, wann stirbt er endlich mal? Jetzt. Ich hab nichts. Ja, ich verblute, ich weiß. Kann ich irgendwas fressen? Kann ich irgendwas auf die Wunde tun? Ah, jetzt fängt das schon mal an. Nein, nicht das. Das da. Ich glaub's ja nicht. Und alles ist ein bisschen verbuggt. Ja, du kannst alles fühlen. Du blutest wahrscheinlich immer mehr. Ich weiß es und ich muss wahrscheinlich nochmals neu anfangen. Aber damit lernt man ja. Und es ist immer wieder ein anderes, also. Man findet immer wieder andere Sachen, die man vorher noch nicht gefunden hat. Muss anders ankommen. Mit anderen Items. Guten Tag. Sie sind die Chefin. Ich will sie nicht zu sehr. Nein, 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 nein. Ich hau ab. Ich hoffe, der hört mich nicht. Ach, komm schon. Das ist völlig unrealistisch. Das ist völlig unrealistisch, habe ich gesagt. Töt mich endlich. Dumme Kuh. Ach komm, ich gebe dir auf die Fresse. Ich werde noch bis zum Ka... Oh Gott. Ich hab sie umgebracht. Nein. Ich hab sie umgebracht. Hast du irgendwas zum... Nein, hast du nicht. Ich kann nicht mehr laufen. Ich hab wahrscheinlich das Bein gebrochen. Wie sehe ich denn aus? Naja. Schlimm sehe ich ja nicht aus. Anderer Zombie, töt mich bitte. Ich will bitte neu anfangen. Komm hier drüber. Ich will noch nur drüber. Okay, jetzt kann ich plötzlich wieder rennen. Ach gut. Guten Tag, ist hier jemand? Ich bin von einem Zombie angegriffen worden.
Ich brauche ärztliche Versorgung. Bitte geben Sie mir irgendwas. Ich will nicht sterben. Den Feuerlöscher als Wund beseitigen? Nö. Nee, nicht ganz. Aha, das ist wahrscheinlich Elektrokaka. Das Dorf, oder die Stadt. Die große Stadt. Darum hat sie Zombies. Also hat es nur in Elektrokaka-Zombies. Ah. Elektroknonovsk-Trotz. Hier war ich doch auch schon mal, genau. Genau hier wurde ich auch von einem Zombie angegriffen, bin ein Haus-Ding hab, noch zwar mehr Schäden bekommen, aber war keine Blutung, konnte weiterspielen. Auch in der Testaufnahme bin ich ja nur einmal gestorben. Jetzt bin ich schon das dritte Mal gestorben. Hm. In dieses Hochhaus möchte ich gerne gehen. Die haben sicher irgendwelche Dosenbohnen. Ich brauche irgendwas eher etwas zu trinken. Ich hoffe, es kommt noch kein Zombie irgendwo in der Nähe. Ich gehe mal kurz zu dieser Garage. Zu diesem irgendwas und ich kann nicht durch den Busch. Unrealistisch. Ich will doch nur rein. Es kommen sicher überall die Zombies her, wenn ich so renne. Nicht mal drüber springen kann man. Oh je. Da muss noch sehr viel gemacht werden. Aber eben, ich bin nicht böse auf sie. Es ist ja Alpha. Und die können das alles noch implantieren. Und schlecht ist das Spiel wegen dem nicht. Tabletten. Soda. Soda Drink. Oh, Soda, ja. Und ich blute eben. Ich habe schon so viel Blut verloren, dass ich... Blue Benny Cap. Yeah, stylish. Ich habe einen Raspberry-Quass getrunken. Ist das Bier oder so? Wodka? Hm. Besoffen bin ich nicht. Gibt es besoffen in diesem Spiel? Ich möchte besoffen sein. Grey Shoes. Damaged. Lane Cloth. Ja, so sehen mich die Zombies mehr. Gut. Ich muss survivalen. Anti-survivalen. Auf dieser Seite ist auch nichts. Okay, dann gehen wir mal rein. Wenn ich halt... Ah, ich blut gar... Doch, ich blut noch. Kann man das irgendwie sehen? Kann ich nicht sehen, wie viel Blut ich noch habe. Ich denke, ich verblute. Zombies? Kein Zombie herum. Der ist wahrscheinlich am Schlafen. Oh, und die Kirche möchte ich ja auch kurz beten, dass ich bald nicht mehr blute. So, jetzt muss ich aber unbedingt ein bisschen weniger Lärm machen. Das wurde noch gut eingerichtet. Aber wieso haben die zwei Klos? Und wieso haben die nichts zu futtern hier? Und was ist mit denen überhaupt passiert? Fragen über Fragen.
Ein Nichts. Ein Nichts, beide Nichts, Nichts. Frau Nichts, sie haben einfach nichts zu Hause. Es geht irgendwie nicht und sie haben drei Klos. Huhu. Ja, der Kasten ist ein bisschen schief. Na, 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 Batman. Ich finde ein Nichts in dem Film. Was ist das da? Ah, Wundreiniger. Desinfektionsspray. Aber das ist nicht zum Blutung stoppen. Ach, ich muss wieder umstellen. Ah, endlich mal ein Rucksack. Green Crack Shirt. Boblacksack. So. Desinfektionsspray. Kills Viruses and Bacteria. Toll. Was für was? Oh nein, jetzt ist nicht mehr gut. Jetzt bin ich auch noch hungrig. Ah gut, es hat sich wieder ein bisschen normalisiert. Darf ich bitte ein Pflaster haben? Also wenn sie nicht mal Pflaster haben, dann kann ich das nicht verstehen. Ich brauche doch nur ein Pflaster. Wo sind sie? Putzfrau. Ich brauche eine Putzfrau. Die hat immer Allheilmittel. Bin ich so alleine momentan? Ein Tresor. Nein, ein Fernseher. Ja, 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 ja. Ich gehe noch weiter nach oben. Und ich will... Mir ist immer noch schwarz-weiß. Puh. Ich sterbe bald. Ich werde sterben. Nur weil diese Frau keine Sachen hat. Nur weil diese Frau so arm war. Ach komm schon. Muss das sein? Na 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 na, Batman. Darf ich jetzt sterben? Ich gehe noch ganz oben und dann werde ich mich umbringen. Weil es ist nicht gut, wenn man keine Farbe sehen mehr kann. Dann, ja, hat man zu wenig Hormone und so. Warum hat man zu viele Hormone und... Ich weiß nicht, was alles noch ist. Verloren im Blut. Und ich bin unconscious. Das ist wahrscheinlich irgendwie... also Ding. Bewusstlos. Spawning in 30 Sekunden. Das ist ein bisschen blöde gemacht. Also die Zombies sind noch viel zu schreckhaft. Also die werden noch viel zu sehr von den... Geräuschen angelockt. Und ich muss ein bisschen weniger rennen vielleicht. Oder mich von Elektro-KKK weg bewegen. Sodele. Und wir sind natürlich wieder irgendwo in der Wildnis. Ja, wieso nicht, oder? Mit Zombies irgendwo sicher. Jetzt haben wir nichts mehr. Oi. Jetzt renne ich aber. Ach Gott. Rennen heißt nicht ruckeln.
Okay, da haben wir schon wieder was, aber das ist dann nicht schon wieder das Schiff. Nein. Das ist wieder Elektrokaka. Jetzt renne ich bisher ganz stark röchelt. Okay, jetzt ist nicht mehr so gut. Aber bis zum ersten Haus gehe ich noch mit dem Laufen. Oder nein. Der hat mich schon gesehen. Der hat mich schon gehört. Der kommt aber jetzt nicht. Hallo, steh doch auf. Hallo? Okay, ich glaube, mit dem ist etwas schief gegangen. Mein Gott. Shit. Der war mal wirklich... Naja. Ein Klon. Dumm, wie Brot. Ja, Zombies halt. Okay, da mache ich mal X. Ja, ich... Jetzt renne ich so. Ich will nur langsam. Hallo? Ich will langsam mich vorbewegen. So, genau so. Ja, ein bisschen schnell. Wenn keine Zombies in der Nähe sind. Mein Stomach. So mach Krampels. Mein Bauch. Der krummelt. Ich bin aber immer noch gelb hungrig. Na, 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 na. Na, 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 na. Schon wieder wird die Qualität der Grafik ein bisschen schlechter. Ich möchte langsam ein bisschen langsam, aber es ist zu langsam. Kommen hier rein. Ach komm. Wenn wir die richtige Taste drücken, das nervt. Brown Hunt Pants. Noch etwas? Schüchen. Pristine. Oh, die sind schön aus. Okay. Munition. Ja, wenn wir es brauchen können. Sonst legen wir das einfach wieder weg. Sodele. Zombie? Nö. Mit dem Hafenkran ein bisschen fahren. Dort ist wieder die Kirche, dort ist wieder das Haus. Okay, wir sind wieder im gleichen Ort gespawnt. Also in der Nähe. Und sicher ist irgendwo noch das Schiff. Ah nein, das Schiff war ja irgendwo anders. I feel damp. Damp ist fett. Damp ist wahrscheinlich ein bisschen feucht. Also feucht wahrscheinlich. Ja, und es regnet nicht mal. Ah, ist das realistisch?
Da fühlt man sich wirklich wie in einem Realsimulator. Aber eben, es ist nur ein eine Simulation und kein Simulator. Da ist irgendwas. Red Bull. Ein Sprite, ein Spire. Eine Sprite für Arsche. Da ist was. Da ist was. Ah, oh, das liebe ich. Das ist so eine Klemmzange. Gut. Noch was. Bisschen Fleisch. Bohnen. Okay. Das sieht schon viel besser aus. Ein Sporter. 22 Long. Nein, jetzt habe ich wirklich die Sachen. Badly damaged. Ich habe jetzt nicht schon. Und jetzt macht er die Munition rein.